Jahren. Das 1 Live Talk Radio. 0180 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0180 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talk-Woche. Und wir sind jetzt wieder mal ein bisschen erst unter uns. Und um 6 Minuten nach 1 schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Abend über welches Thema auch immer, wir haben keine feste Themenvorgabe, ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111 oder faxt unter 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Klaus-Peter, 41, der Erste. Ja, hallo. Ja, Klaus-Peter, ich grüße dich herzlich. Schön, dass ich dich auch mal erreiche. Ja, ist ja manchmal schwer. Ja. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Ja. Aber ich habe mich durchgerungen, es dir anzuvertrauen. Ich bin seit 10 oder 15 Jahren wieder Bettnässer. Mhm. Seit 10 oder 15 Jahren wieder? Ja. Das heißt, du warst 10 oder 15 Jahre kein Bettnässer? Ja. Warst es vorher aber auch lange schon? Bitte? Warst es vorher aber auch schon lange? Ja. Und jetzt bist es wieder? Das hat... Das hat irgendwas mit meinem Vater zu tun. Er konnte mich als Kind nicht leiden und... Wie sind denn deine Erinnerungen, Klaus-Peter? Seit wann bist du denn Bettnässer gewesen? Seit dem wievielten Lebensjahr? Zu Hause war das nicht. Das fing erst in den Heimen an. Ah ja. Wann bist du ins Heim gekommen? Also das erste Heim war in Bonn. Da war ich 8. Da warst du 8. Nun hast du vorhin gesagt, dass du jetzt wieder Bettnässer bist. Ja. Nach einer langen Zwischenphase der Ruhe, sag ich mal. Seit wann bist du jetzt wieder Bettnässer? Seit diesem Jahr? Oder wie lange ist das jetzt her schon? Das ist länger. Ja, wie lange denn? Seit wann? 10 oder 15 Jahre. Ich glaube, wir missverstehen uns immer noch. Du bist, weißt du, wie ich dich jetzt gerade verstanden habe? Bitte? Weißt du, wie ich dich gerade verstanden habe, dass du zwischendurch, dass zwischendurch alles in Ordnung war? Ja, Das kam aber auch daher, ich habe damals eine Freundin gehabt, habe auf sie gewartet am Hauptbahnhof, habe aber keine Uhr bei gehabt, habe einen gefragt und der hat mich sofort davor getreten. Vor den Geschlechtsteil. Ja. Und seitdem ist es wieder. Wann war das? Vors Jahr. Ah ja. Und davor habe ich ja auch schon, ne? Wir müssen jetzt auch nicht so viel über die Jahre reden. Das ist auch nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass du seit vielen Jahren in deinem Leben mit diesem Problem zu kämpfen hast. Ja, genau. Darauf kommt es ja an. Und warst du denn, Klaus-Peter, schon mal in psychotherapeutische Behandlung deshalb? Psychologische. Warst du schon mal? Bei 3 Psychologen war ich schon. Und die sagten mir, das würde nicht mehr gehen. Ist es denn jede Nacht, dass du das Bett nass machst? Ja. Jede Nacht. Deswegen habe ich ja die Vorlagen. Und du hattest vor 3 oder 4 Wochen den Werner, den Windelfittich. Ja, ja, ich erinnere mich. Und ich möchte mit ihm in Kontakt treten. Das können wir natürlich gerne arrangieren. Das ist erstmal gar kein Problem. Aber ich würde zu dir gerne sagen, Klaus-Peter, ja. Ich glaube das nicht, was dieser Psychologe da zu dir gesagt hat, dass das nicht mehr reparabel ist und dass es zu tief in dir drin steckt. Du bist erst 41. Ja, die Urologin sagte mir auch, ich bin in urologischer Behandlung. Aber das wird wahrscheinlich kein urologisches Problem sein, sondern ein psychologisches Problem.
Deswegen würde ich dir dringend raten, Klaus-Peter, doch nochmal auf Suche nach einem guten Psychotherapeuten zu. Ja, ich habe doch schon drei. Ja, dann waren es drei falsche. Ja, dann waren es drei falsche. Manchmal muss man lange suchen, bis man den richtigen Arzt findet oder auch den richtigen Psychologen findet. Denn du willst ja wahrscheinlich nicht dein Leben bis zum Ende mit diesem Problem verbringen, oder? Da hast du recht. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Hast du immer schon alleine gelebt? Sonst nie. Also du warst verheiratet, oder wie? Nein. Also warst du immer alleine schon? Ich war früher auch im Wohnheim. Ach so, sowas. Mhm. Hast du jetzt eine eigene Wohnung? Ja. Mhm. Und bist du berufstätig? Ja. Was machst du? In einer Bäckerei arbeite ich. Ach so. Mhm. In der größten Essen. Mhm. Hat das denn für dich, du sparst jetzt gerade den Anrufer an, den Windelfetischisten. Ja. Hat das für dich auch irgendwie eine sexuelle Komponente? Nein. Nee, das nicht, ne? Nein. Klaus-Peter, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte redest. Da kannst du Vertrauen in mich haben, das ist eine gute Frau. Die ist ganz in meinem Sinne. Und die wird dich gut betreuen, dass du vielleicht noch ein paar Tipps von ihr bekommst. Ja, aber das steckt doch zu lange schon drin. Nee, aber das ist ja das Problem. Vielleicht kann man das doch noch irgendwie therapieren. Ich möchte, dass du mit ihr redest. Wir rufen, pass auf, du legst jetzt mal auf. Ja, du legst jetzt mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Sollen wir so verbleiben? Ja. Ich bitte darum, Klaus-Peter, alles Gute. Wir rufen dich gleich nochmal an. Jawohl. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das Fernsehen schaltet sich jetzt gleich zu. Kleine Sekunde noch. Da muss ich guten Tag sagen. So, ihr lieben Fernsehmenschen, ich grüße auch euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Talkwoche. Heute ist Montag, war Montag. Wir haben die Nacht von Montag auf Dienstag. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass ihr anrufen könnt zu jedem Thema, weil wir keine feste Themenvorgabe haben. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Angelika, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich herzlich. Ja. Und was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Mann lässt sich von mir mit Sex bezahlen. Moment, wir wollen mal alle scharf nachdenken. Dein Mann lässt sich von dir für Sex bezahlen? Nee, umgekehrt. Er lässt sich von mir mit Sex bezahlen. Sag mal ein Beispiel. Er Und lässt zwar, sich von mir mit wenn Sex... Wenn ich zu ihm sage, hilfst du mir mal im Haushalt, mhm, oder er soll mir mal ein Brett anbringen, mhm, egal, irgendwas. Oder er hat was für mich getan und dann fragt er direkt, habe ich das nicht toll gemacht und wie wäre es, wenn du dann heute Abend mit mir schläfst? Aha, also immer wenn er was für dich schon irgendwas gemacht hat, ja, musst du eine Gegenleistung erbringen. Jawohl. Und mit ihm in die Kiste gehen. Richtig. Das ist das lustig oder ist das ernst? Das ist todernst, weil ich stehe kurz vor einer Trennung mit meinem Mann. Mhm. Du bist für 29 Jahre alt. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt anderthalb Jahre verheiratet. Erst anderthalb Jahre. Und wie lange geht dieses Spielchen schon so? Naja, das fing an, wie wir geheiratet haben. Ich wurde nach unserem Kennenlernen direkt schwanger. Er wollte auch das Kind. Das war gar kein Thema. Mhm. Und er hat mich dann auch ziemlich gedrängt, ob wir heiraten oder nicht, weil ich war schon mal verheiratet. Mhm. Und ja, dann habe ich dann späterhin dazu auch ja gesagt, weil mir liegt ja was an meinem Mann. Mhm. Ja, und danach fing das halt immer öfter an. Mhm. Anfangs war es einmal im Monat, wo ich mit ihm geschlafen habe. Da habe ich gemerkt, seit der Geburt war das nicht mehr so wie vorher. Mhm. Und ich wusste auch, ich musste was an mir ändern. Mhm. Und ich sag mal jetzt, wir hatten uns auf einen Kompromiss geeinigt, dass dass ich einmal die Woche mit ihm schlafe und er dann sich damit zufrieden gäbe. Mhm. Ich meine, er ist ja auch berufstätig. Ist ja aber auch ein komischer Kompromiss, wenn man gerade mal frisch verheiratet ist. Das hört sich so wirklich so an nach eheliche Pflichten erfüllen, ne? Oder, richtig. Also von deiner Seite aus. Ja. Das heißt, dir hat das auch dieses eine Mal keinen großen Spaß mehr gemacht?
Nee, mir macht das überhaupt keinen Spaß mehr, weil er kommt tagtäglich von der Arbeit heim. Er steht um 4 Uhr auf, kommt zwischen 18 und 19 Uhr erst nach Hause. Mhm. Und das Erste, was er dann fragt, guten Abend, und er begrüßt die Kinder und dann, was machen wir heute Abend noch? Ja, was machen wir heute Abend noch? Bezieht sich das immer auf Sex oder wie? Ja, bei ihm auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß genau, was er von mir erwartet. Ja, aber wie war es denn? Ich habe ja gerade noch vom Anfang geredet, als ihr frisch verheiratet wart. Ja. Das ist doch eine seltsame Formel, wenn man sagt, wir einigen uns darauf einmal in der Woche. Hattest du denn am Anfang, also trotz Kind auch, eigentlich gar keinen Bock mehr auf ihn? Auch ja. Schon am Anfang nicht? Nee, nicht. Am Anfang war das mit dem Kompromiss noch nicht. Mhm. Da hatten wir noch öfter Streit deswegen, weil ich war halt müde und ich hatte doch viel Stress mit den Kindern und der Haushalt, das macht sich ja doch nicht von alleine. Wie viele Kinder habt ihr denn? Ich habe insgesamt 3, aber... Ach, du hast welche mit in die Ehe reingebracht. Ja. Aber ich höre daraus dennoch, Angelika, dass das von Anfang an ein Thema war, wo es hinten und vorne nicht so stimmte. Nee, gar nicht. Wie kommt das denn? Wieso hast du denn an diesen Mann überhaupt geheiratet, wenn das sexuell nicht ja, dein Fall ist? Am Anfang hat es schon gestimmt. Mhm. Das kam nach und nach, weil in der Schwangerschaft fühlte ich mich nicht wohl. Mhm. Das ist klar und es war eine schlechte Schwangerschaft. Aber nach der Geburt fing das erst bei mir an, weil ich kenne mich selbst so nicht. Mhm. So, jetzt habt ihr dieses seltsame Modell, dass immer wenn er dir den Müll runterträgt, musst du die Beine breit machen. Wir wollen es genau mal ganz so vulgär ausdrücken, aber es ist ja so. Ja, ne? Richtig. Und ich könnte fast wetten, dass dir das nie Spaß macht. Nee. Du machst es einfach nur mit. Mhm. Aber das ist doch die Hölle von Leben. Ja. Weiß er das denn, dass dir das gar keinen Spaß macht, oder spielst du ihm was vor? Ich weiß das nicht. Er denkt, das wäre gut so. Kann das denn auch sein, dass er denkt, dass du gar nicht so richtig ehrlich ihm gegenüber bist? Dass er denkt, das ist ein nettes Spielchen, was wir da machen, und sie hat auch ihren Spaß dabei. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hast du denn ihm mal so ganz klar gesagt, hier, pass mal auf, Junge, so, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich habe da überhaupt keine Lust drauf. So können wir keine Sexualität miteinander erleben. Schon tausendmal. Tausendmal doch. Meine Freundin, ich habe eine gute Freundin, die redet mit ihm darüber. Er hat sie angerufen, hat sie gefragt, Steffi, was soll ich machen? Und nix, es hat nichts gebracht. Sie hat ihm gute Ratschläge gegeben, die ignoriert er. Mhm. Er macht das einfach alles so weiter. Und ich habe auch schon gelegen wie ein Brett und er holt sich das, was er braucht. Mhm. Mhm. Er macht dann weiter, ob ich mitmache oder nicht, das ist ihm egal. Mhm. Und wir haben jetzt seit Tagen schon das Streitthema deswegen, weil ich nicht mit ihm ins Bett gehe. Mhm. Weil ich einfach keine Lust habe. Mhm. Er will mir Vorschriften machen, wann ich abends ins Bett gehe, weil ich halt immer noch deine Sendung gucke. Mhm. Und er muss ja um 4 Uhr aufstehen. Mhm. Könntest du dir denn überhaupt noch eine annähernd erfüllte oder schöne Sexualität mit ihm vorstellen, unter anderen Bedingungen? Oder ist der Zug irgendwie weg für dich? Nee, auf keinen Fall. Ich will ja auch bereit sein dafür, aber ich will, dass er mich nicht länger nervt. Mhm. Er spricht den ganzen Tag dann, wenn er frei hat. Mhm. Er will immer nur mit mir ins Bett. Mhm. Angelika, ich glaube, da gibt es nur eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die eher positive, dass ihr beide euch auf den Hosenboden setzt und zu einem Paartherapeuten geht, wenn er das mitmacht? Er wollte das schon mal mitmachen. Bist du denn auch bereit dazu? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann macht es. Wenn dir auch noch was an dieser Beziehung gelegen ist, irgendwie scheint mir das so. Ist das ja so? Ja, sicher. Du möchtest ihn eigentlich nicht so gerne verlassen. Nein, eigentlich nicht, weil ich habe schon eine Ehe hinter mir und ich will halt nicht immer alles direkt in den Sand setzen. Klappt es denn so im Alltag ganz gut, Angelika, abgesehen von dem Sex? Alles. Alles. Stimmt. Wir haben zwar so auch Probleme, wir haben Schulden, alles, aber er weiß, dass er sich da tausendprozentig auf mich verlassen kann. So, pass auf. Das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall selbst eine Chance einräumen und eine Chance geben. Wir werden dir gleich behilflich sein, an gute Adressen zu kommen von Therapeuten oder von Beratungsstellen. Das wäre super. Ne? Und dann finde ich, solltet ihr auf jeden Fall beide diese Chance für eure Liebe auch greifen und geht dahin. Versucht mit einer neutralen dritten Person dieses Problem zu lösen. Vielleicht klappt es ja auch. Wenn beide guten Willens sind, sind die Chancen nicht schlecht. Ich alleine komme gegen ihn nicht an. Gegen mich ist er stur. Ja, aber er hat ja schon gesagt, dass er eventuell bereit ist, damit hinzugehen. Und das ist ja auch ein Signal von seiner Seite, dass er auch was ändern möchte. Klar, nur wann soll er sich die Zeit nehmen? Er ist berufstätig, er arbeitet von morgens, er steht um 4 Uhr auf und kommt abends um 19 Uhr nach Hause. Pass mal auf, Angelika.
wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn der Herr mal krank wird, richtig, dann hat er auch Zeit, zum Arzt zu gehen. Und jetzt ist eure Ehe ist jetzt krank. Also müsst ihr auch Zeit finden, zu einem Therapeuten zu gehen, wenn ihr denn einen gefunden habt. Mhm. Hm? Du legst auf, wir rufen zurück und dann kriegst du Tipps von meiner Psychologin, der Petra. Alles klar. Okay, alles gut, Angelika. Ja, danke. Tschüss. Ich hätte noch gerne ein Autogramm, Domian. Die Adresse notieren wir gleich. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich könnte euch vielleicht jetzt schon mal sagen, wie unser Thema morgen heißt. Morgen heißt unser Thema, ich hasse meine Mutter. Ernstes Thema. Wer von euch ist bereit zu einer solch drastischen Aussage? Ich hasse meine Mutter und möchte mit mir darüber reden. Morgen, die ganze Sendung über, können wir das tun. Morgen Thema bei Domian, ich hasse meine Mutter. Heute können wir über alle Themen reden, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Nächster Anrufer ist Klaus und Klaus ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Klaus, geh bitte ganz nah ans Telefon. Was? Geh bitte ganz nah ans Telefon. Du hast ein Handy, ne? Ja. Ja, ja. Was ist dein Thema? Ja, und zwar ist mein Thema, ich muss im Knast. Mhm. Und ich bin vor einer Woche verurteilt worden. Warum musst du in den Knast? Ich bin wieder mal schwarz gefahren mit dem Auto. Mhm. Also ohne Führerschein? Ja. Mhm. Und ja, jetzt muss ich, also in den nächsten 5 bis 6 Wochen werde ich wohl meinen Stellungsbefehl, so wie man sagt, kriegen. Mhm. Und du hast gerade gesagt, ich bin wieder mal schwarz gefahren. Wie oft bist du denn schon schwarz gefahren? Also ich bin vor 2 Jahren verurteilt worden, 1 Jahr Haft. Ich bin jetzt ein halbes Jahr draußen. Mhm. Auch wegen Fahren ohne Führerschein? Ja. Mhm. Hattest du mal einen Führerschein irgendwann? Nein. Mhm. Und jetzt bist du wieder gefahren? Ja. Und jetzt hat man dich wieder erwischt? Ja. Darf ich mal ganz doof fragen, warum du so doof bist und immer ohne Führerschein Auto fährst? Ja, weil mir das Spaß macht, ne? Also macht es dir denn auch so Spaß, immer wieder in den Knast zu gehen? Nein, das nicht. Und warum machst du es denn dann? Also, ich hab mir gedacht, dass das einmal wieder gut geht, ne? Mhm. Ist aber nicht so ganz pfiffig gedacht, ne? Ja, ein paar Mal ist es ja gut gegangen. Jetzt bist du wieder verurteilt worden, jetzt kommst du wieder in den Knast, Stellungsbefehl, wie du sagst, kommt jetzt bald. Wie lange wirst du dann ins Gefängnis gehen müssen? 7 Monate. An dir ist, du bist so ein Fall, wo man sagen würde, da ist Hopfen und Malz verloren, oder? Ja, das hat er nicht auch gesagt. Was machst denn du beruflich oder hast du mal beruflich gemacht? Ich habe keinen Beruf erlernt. Mhm. Und wie hast du dein Geld verdient bisher? Ja, also vom Arbeitsamt, ne? Aber so eine Hilfe halt bekommen bislang. Wie, mit 28, du bist 28 Jahre alt, hast du noch nie gearbeitet? Ja, klar, ich habe schon mal gearbeitet. Wie lange denn in deinem Leben? Also ich habe 4 Jahre gearbeitet. 4 Jahre nur? Ja. Ein 28-jähriger junger Mann hat nur 4 Jahre gearbeitet? Ja. Und fährt immer wieder schwarz. Welche Autos fährst du denn dann schwarz? Wer gibt dir denn die Autos oder klaust du die auch noch? Nein, die leihe ich mir. Wo leihst du dir die denn? Also ich leihe mir die beim Kumpel. Mein Kumpel, der leiht mir am Zimmer das Auto. Mhm. Und die Kumpels, die geben dir tatsächlich die Autos dann? Jein, also durch Umwegen, ne? Wie durch Umwege? Also sagen zu mir, hier sind die Schlüssel, also erzähl das keinen und so. Mhm. Hast du denn auch einen Unfall oder Unfälle gebaut, dass man dich erwischt hat, oder war das wirklich Zufall? Nein, einen Unfall habe ich gebaut und das war ja der stichende Punkt, wo sie mich dann gekriegt haben. Jetzt beim letzten Mal oder davor schon? Nee, beim letzten Mal. Beim letzten Mal. Was war das? Dafür, wo ich jetzt verurteilt worden bin. Mhm. Was war das für ein Unfall? Da bin ich bei dieser Witterung, also bei Regen, mhm, ins Schlittern gekommen und mhm, gegen eine Leitplanke gefahren, mhm, und konnte nicht mal weiterfahren, weil der Kotflügel vorne auf das Rad gesteuert hat. Mhm. Und dann wurde die Polizei benachrichtigt und dann was passiert. Ja. Mhm. Wenn du so scharf aufs Auto fahren bist, wieso hast du denn nicht dann schon irgendwie Mittel und Wege gesucht, ganz legal mal vor ein paar Jahren einen Führerschein zu machen? Ja, die letzte, ich habe ja vor ein paar Jahren hätte ich Führerschein machen können. Mhm. Aber jetzt kann ich das nicht machen, weil ich auch eine Führerscheinsperre schon bei der letzten Fahndung gekriegt habe. Das ist mir klar, dass das wahrscheinlich so eine Sache ist jetzt, dass das nicht geht. Aber die Frage bezog sich auch auf früher. Warum hast du vor 5, 6, 7 Jahren nicht gesagt, okay, mich interessiert das, ich
ich kratze das Geld zusammen, ich mache einen Führerschein. Ja, das hätte ich machen können, ne? Ja, ich frag dich, warum du es nicht gemacht hast. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Also dann denk mal jetzt ganz einfach nach. Warst du damals zu faul dafür, zu träge? Ja, ich war zu faul dazu. Mhm. Ach Klaus, du machst mir aber Kummer, will ich dir sagen. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Jetzt gehst du wieder in den Knast, dann kommst du irgendwann raus, dann lebst du wieder von Sozialhilfe, dann kaperst du irgendwann das nächste Auto. Und soll das jetzt dein ganzes Leben lang so weitergehen? Nee, das nicht. Wie sieht denn deine Vorstellung von deiner Zukunft aus? Du bist ja noch ein ganz junger Mann. Ja. Ja, also, dass ich jetzt im Knast muss, dann muss ich jetzt dahin. Jeder kann sich dann vorbei. Das ist jetzt so, ja. Also ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt anfassen soll, ne? Wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Also, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich dich jetzt beschimpfe aufgrund dessen, was du alles in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Du hast eine ganze Menge falsch gemacht. Ja. Und du hast Mist gebaut. Ja. Und du hast dich vollkommen dusselig verhalten, ne? Das muss man mal festhalten. Da gibt's auch keine Entschuldigung und gar nichts. Nee. Du hast versäumt, was Gescheites zu lernen. Ja. Und du hast dich jetzt vorbelastet durch die Vorstrafen und durch die Gefängnisaufenthalte. Ja, und wir wollen froh sein, dass bei dem Unfall nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, so, das ist jetzt alles gelaufen, da ist ziemlich viel Mist passiert, jetzt müssen wir aber nach vorne gucken. Nach vorne heißt, du kommst jetzt erstmal in den Knast, aber dann, oder vielleicht schon im Knast, muss ja irgendwas eingefädelt werden für deine Zukunft. Ja. Ideal wäre ja, wenn du irgendwie, was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Hauptschule. Den hast du abgeschlossen auch? Ja. Mhm. Wenn du im Knast vielleicht schon oder zumindest direkt danach irgendwie eine Ausbildung machen könntest. Hast du darüber mal nachgedacht, ob das vielleicht eine Sache wäre für dich? Ja, eine Ausbildung, also ich habe was gelernt, ne? Ach, du hast was gelernt? Ich habe was gelernt. Auch abgeschlossen? Ich habe Steinsetzer gelernt. Abgeschlossen? Ja. Aha, ne, das ist doch schon mal was. Also Steinsetzer habe ich gelernt. Mhm. Und nach meiner Lehre dann hat die Firma mich entlassen, weil es dann Winter wurde. Mhm. Und dann im Frühjahr, ja, dann fing es dann an mit dem Knast, ne, bei mir. Ja. Also, Klaus, du musst, wenn du rauskommst, musst du versuchen, auf jeden Fall irgendwie eine Arbeit zu finden. Mhm. Oder du musst versuchen, eine Umschulung zu machen. Ja. Vielleicht, wenn du in deinem, ich weiß nicht, wie das bei Steinsetzern aussieht, habe ich keine Ahnung von. Auf jeden Fall musst du irgendwie jetzt mal ein bisschen dein Leben in die Hand nehmen. Ich habe den Eindruck, du lässt das alles irgendwie so laufen und verrennst dich da immer mehr in dein Schicksal rein. Ja, ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Das ist doch richtig, wie du das nennst. Du musst es nicht nur in die Hand nehmen, du musst dich volle Pulle selbst in den Hintern treten. Ja. Damit dieser Gefängnisaufenthalt, der jetzt ansteht, der definitiv letzte war. Ja. Was sind deine Träume von der Zukunft? Ja, also ich will ja einen Führerschein machen. Ja, den kriegst du ja erstmal nicht. Den kriege ich erstmal nicht, muss ich immer wieder, also 2 Jahre hat der Richter gesagt, kann ich da drauf verzichten. Gut, aber immerhin nach 2 Jahren wird das möglich. Du willst einen Führerschein machen, was willst du noch machen? Ja, also heiraten. Mhm. Habe ich jetzt das schon. Hast du eine Freundin auch? Ja. Was sagt die dazu? Ja, die weiß das noch gar nicht, ne? Die weiß das noch gar nicht? Nee. Ja, dann aber zu und erzähl ihr das. Ja, das kann ich ihr nicht erzählen. Die wird es aber nur über kurz oder lang erfahren. Weil sie gesagt hat, wenn ich nochmal in den Knast muss, dann ist aus mit uns beiden. Ne? Hat sie dir so angedroht? Ja. Ja, aber du wirst es ihr in ein paar Wochen erzählen müssen. Ja, also ich versuche das nochmal aufzuschieben, ne? Ja, das bringt aber nichts, Klaus. Ich bin vor einer Woche verurteilt worden. Mhm. Und der Richter hat gesagt, 5 bis 6 Wochen kann das noch dauern. Mhm. Kann auch länger dauern. Ja gut, aber dann kommt es halt raus. Ich will dir mal sagen, ich wünsche im Prinzip Menschen ja nichts Schlechtes. Aber vielleicht wäre es in deinem Fall gar nicht so ganz schlecht, wenn deine Freundin dir wirklich einen Tritt versetzt und sich von dir trennt. Damit du vielleicht endgültig mal aufwachst und zur Besinnung kommst, was du da alles bisher getan hast. Ja, klar. So. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Jetzt wirst du auch nochmal mit meiner Psychologin gleich reden. Ja. Das möchte ich gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an, du legst auf. Ja. Und vielleicht könnt ihr gemeinsam schon noch mal ein paar Strategien erörtern, was du im Knast auch schon anstellen kannst in Sachen Umschulung oder in Sachen Fortbildung, damit du, wenn du rauskommst, nicht ganz leer wieder dastehst. Okay? Ja. Gut. Toi, toi, toi. Und sei jetzt Manns genug und sag's deiner Freundin. Das hilft ja auch nichts, die paar Wochen das vor dir herzuschieben. Gut, Domian. Alles Gute, Klaus. Alles tschüss. Klar, ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss.
Der Namensvetter, 32 Jahre alt, Jürgen, guten Morgen. Hallo Jürgen? Ja. Ah, ich höre dich. Ja, ich dich auch. Was also, ist dein Thema? Mein Thema ist Essen. Essen? Ja. Warum ist das dein Thema? Also. Darf ich raten? Ja, du darfst raten. Entweder bist du ganz dick? Nein. Oder du bist ganz dünn? Auch nicht. Oder du bist essgestört? Ja, bin ich. Bist du Bulimiker? Ja, bin ich. Das ist ungewöhnlich für einen Mann. Ja, das stimmt. Sehr ungewöhnlich für einen Mann. Also es hat angefangen... Das heißt, du haust dir den Bauch voll und erbrichst es wieder. Das war früher immer so. Und jetzt? Damit habe ich aufgehört, weil der Aufwand dafür viel zu groß ist. Das, was ich erbreche, ist höchstens ein paar Prozent von dem, was ich esse. Mhm. Und da kam ich zu dem Schluss, das kann es nicht sein. Aber viel wichtiger ist, oder weswegen ich anrufe, mhm, der Grund. Mhm. Also du weißt, wenn man raucht, dann ist eine Abhängigkeit. Raucher empfinden das als Entspannung in Stresssituationen. Mhm. Und für mich stellt sich Essen genauso dar. Mhm. Wenn andere zur Zigarette greifen, greife ich zur Pommes mit Fett-Mayonnaise drauf. Mhm. Und Fett ist wichtig, denn nur die Mayonnaise befriedigt mich dabei. Mhm. Aber das müsste dann ja bedeuten, dass du ganz dick bist. Nee, ich noch nicht. Noch bin ich davor. Ich habe 20 Kilo zu viel. Ich wiege 100 Kilo ungefähr. Bei welcher Größe? 1,83 Meter, das geht noch so eben. Ja, aber so eben, ne? Ja, eigentlich auch schon zu viel. Am oberen Ende der Toleranz ist das. Mhm, Und ich brauche diese Befriedigung, mhm, oder ich kompensiere mit dieser Befriedigung einfach Misserfolg oder schlechtes Gefühl, mhm, auch Angstzustände, ganz wichtig, also so, mhm, im täglichen Leben, im Berufsleben, wenn Angstzustände kommen oder Aufgaben, wo ich meine, dass ich sie nicht schaffe, dann wird erstmal gegessen. Mhm. Was ist es denn neben der Mayonnaise noch? Was stopfst du da in dich hinein? Ja, alles, was ungesund ist, ne? Hauptsache Fett. Auch Süßes, Schokolade? Nee, ich bin kein Süßer. Ich bin mehr auf die Herzhaften. Also Fleisch wäre noch ganz wichtig. Also Fleisch befriedigt mich sehr. Was machst du vom Beruf? Ich bin Verkäufer. Aber ich hoffe nicht Fleischverkäufer. Nee. Das bringt mir auch also sexuell nicht. Du hast es ja den einen, das ist mir Fleisch klar. Kauft, um sich... Da wollte ich jetzt auch nicht drauf hinaus. Das heißt also, auch wenn du in deinem Beruf, in deinem Job als Verkäufer irgendwie Stresssituationen hast, kann es sein, dass du dann zur Dönerbude rübergehst und dir ja richtig fettes Fleisch oder fette Mayonnaise holst. Ja, genau. Hm? Wie oft kommt das am Tag vor? Kann man das so durchschnittlich sagen oder in der Woche? Kommt jeden Tag fast vor. Jeden Tag. Isst du denn nebenher? Hast du auch ein normales Essverhalten mit Frühstück, Mittag, Abendessen? Und dieses andere kommt dann immer dazwischen, ne? Also tagsüber so im normalen, in der Woche frühstücken tue ich in der Regel nicht. Mhm. Also das erste gibt es erst am Mittag. Ich nehme mir Brote mit, aber meistens gehe ich dann und esse irgendwas. Also tagsüber eigentlich was Gesundes, so, mhm, Joghurt, mhm, oder Gemüse. Das war meine Frage. Und zwischendurch, wenn du diese Frustfresserei hast, sage ich jetzt mal. Ja, dann geht's irgendwie da Gyros rein. Meistens, wenn ich nach Hause gehe, abends, mhm, wenn sich was ausgestaut hat. Mhm. Aber da gibt's noch eine Steigerung. Also das ist das, also das Normale, sage ich mal. Und wenn ich dann wirklich einen Erfolg brauche, dann muss es auch schon mal was Rohes sein. So rohe Leber, roher Fisch. Ehrlich? Ja. Der rohe Fisch nennt man ja heutzutage Sushi. Nee, ich meine eigentlich so ein Schellfisch oder irgendwie. Auf jeden Fall was Rohes. Am liebsten rohe Leber, so Rinderleber. Das ist ja ganz pervers. Das kenne ich ja nur aus Horrorfilmen. Wenn jemand vom Teufel besessen ist, die essen immer rohe Leber oder rohes Fleisch. Also es fällt mir nicht schwer oder ich muss mich nicht dazu zwingen. Es ist einfach... Rohe Leber? Darauf. Ja, das ist ja oberekelhaft eigentlich. Ja, das stimmt. Vielleicht für andere, aber nicht für mich. Die stopfst du dann ungewürzt einfach in dich hinein? Ja. Wie kommst du denn an rohe Leber? Dann musst du ja erstmal einkaufen gehen. Ja, ist ja nicht so teuer und gibt's auch überall. Mhm. Ist auch nicht große Mengen, also so 2-3 Scheiben. Wie bist du denn darauf, das muss man ja erstmal für sich entdecken, dass man das in irgendeiner Form als Lust empfindet, so etwas dann zu sich zu nehmen. Also ich mochte nie gebratene Leber. Mhm. Und meine Mutter gab mir dann irgendwann mal rohe Leber und sagte, hier, probier mal. Und das fand ich also wirklich richtig geil. Aber nicht so vom Gefühl her. Also als Lebensmittel. Ja, ja, klar. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du auch mal Bulimiker warst. Ja. Es passiert heute gar nicht mehr, dass du es dann erbrichst hinterher. Nee, eigentlich nicht. Wie lange warst du bulimisch erkrankt?
Also, dass ich mich übergeben habe, das war so eine Phase von 6 Wochen. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Mhm. Mhm. Also, es liegt dann ja offensichtlich wirklich eine Essstörung bei dir vor, die verbunden ist mit einer vielleicht anderen und tiefergehenden Problematik in dir und deiner Seele. Hast du denn dich mit dir schon ausgiebiger beschäftigt? Vielleicht auch mit einem Fachmann zusammen? Ja, also in meinem ersten Beruf meinen Beruf, den ich als erstes gelernt habe, bin ich Physiotherapeut. Mhm. Ich habe eine mehr oder weniger psychologische Ausbildung mit Arbeit von krebskranken Patienten, bei denen auch der Krebs wieder aufgetaucht ist. Mhm. Und in den Gesprächen mit Patienten analysiert man sich so nach und nach selbst. Mhm. Ich weiß also, dass es bei mir auf jeden Fall um Angstzustände geht, auch Angst zu versagen. Dass meine Schwächen nach außen kommen. Mhm. Ich bin Lenistheniker. Ich kann zwar sehr gut reden oder auch lesen, aber ich kann halt nicht schreiben. Mhm. Und ich versuche also in meinem täglichen Leben... Du kannst gar nicht schreiben? Ja, doch, aber nur so, dass ich es lesen kann. Oder sagen, wenn so viele Fehler da drin sind, dass man es nicht vorzeigen kann. Und wie kannst du bist Verkäufer, da muss man doch ständig irgendwas schreiben. Ja, meine Verkäufernummer. Mhm. Ich weiß, dass Legastheniker ganz pfiffige Methoden ausprobieren, um das zu kaschieren, ne? Also viel kann man sich mit Abkürzungen helfen. Mhm, dann das geht immer fix und das ist auch anerkannt. Mhm. Zahlen ist kein Problem. Also ich kann auch rechnen und schreiben halt nicht, aber lesen, das ist also, da habe ich gar, ich habe halt nur Probleme, richtig einen zusammenhängenden Satz zu schreiben, der fehlerfrei ist. Das Schreiben ist es ja gar nicht, sondern das fehlerfreie Schreiben. Ich muss noch mal fragen, jetzt mit dem rohen Fleisch und mit dem rohen Fisch und mit der rohen Leber, beängstigt dich das auch ein bisschen, dass du denkst, das ist ja schon sehr pervers, was ich da mache? Also ich finde es jetzt nicht so als abartig. Es ist, also ich meine, da gibt es bestimmt noch schlimmere Sachen. Mhm. Schmeckt dir das wirklich, auch so rohen Fisch zu essen, so Schellfisch oder was du gerade gesagt hast? Ja, das schmeckt mir. Das schmeckt dir, mhm. Es ist auch nicht regelmäßig, oder regelmäßig schon, aber so in Abständen von 6 bis 8 Wochen. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass du das als normale Mahlzeit zu dir nimmst, sondern auch immer so wie die Mayonnaise als Frustessen, ja, quasi. Ja, genau, das kommt noch oben drauf, als Bonus, genau. Mhm. Also ich glaube, Jürgen, ich meine, dass wenn du dich selbst mit dir beschäftigt hast und daraus kommst, glaube ich, dass eine Langzeitgesprächspsychotherapie für dich sicher das Richtige wäre. Weil da scheinen ja so viele Elemente mit hinein zu schwingen und eine solche komplexe Verknüpfung zu sein, die man nicht mit ein paar klugen Ratschlägen einfach lösen kann. Warum machst du das nicht? Du reflektierst doch... Ich den Anfang nicht finde. Bitte? Ich finde den Anfang dazu nicht. Was heißt denn Anfang? Ich habe im Rahmen von... Ich musste meinen Beruf aufgeben, weil ich Neurodermitis habe. Mhm. Und in der Klinik gab es eine psychologische Betreuung. Mhm. Und ich habe dem Psychologen mehr oder weniger unter den Tisch geredet. Mhm. Gut, das kann natürlich passieren. Aber ich sage ja immer hier an dieser Stelle, man muss auch die Ausdauer dann haben, einen für einen selbst geeigneten Psychologen zu suchen. Das kann ich verstehen, dass sicher viele dem Psychologen unter den Tisch reden und man den nicht ernst nimmt, weil man denkt, ich weiß ja viel besser über mich Bescheid, als der Psychologe da so tut. Also eigentlich ist mein Problem nicht mein Problem selbst zu erkennen, sondern die Lösung dazu zu finden. Ja, also und ich garantiere dir, Jürgen, so wie du dich das gerade beschrieben hast, dass du das alleine nicht schaffst. Ja, das stimmt. Dass natürlich du seit 10 Jahren sowieso in deinem eigenen Kästchen dich drehst und es nicht aufbrechen wirst können. Und dafür ist halt, das ist halt der Job eines guten Psychologen, das zu machen. Und das kann man auch nur, wenn man immer und immer wieder dahin geht. Das wird nicht in 3 Sitzungen zu bewerkstelligen sein. Immer wieder dahin? Ja, so ist das. Das weißt du ja auch, dass man einmal in der Woche dann dahin geht und vielleicht über 2, 3 Jahre das sogar macht. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass da wirklich was bei rauskommt. Nicht oft, aber ich kenne schon eine ganze Menge Fälle, wo es dann doch klappt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass du auch mit meiner Psychologin nochmal redest und die erklärt dir mal diese ganzen Verfahrensweisen in der Gesprächstherapie. Na gut. Na? Alles Gute, leg mal auf, wir rufen dich nochmal an. Mach ich. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, höchste Eisenbahn für unser Päuschen. Und heute habe ich meine grüne Flasche vergessen. Jetzt muss ich leider dieses imperialistische braune Gesöff hier zu mir nehmen. Ausnahmsweise mal. Kleine Pause.
1.35 Uhr und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das wird das Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8100 und 11. So. Dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir am 30.11., also nächste Woche, eine Sendung hier machen zum Thema heiße Bräute. Und ich möchte dann natürlich nur und ausschließlich mit heißen Bräuten reden. Und da ich mir gerne auch ein gutes Bild machen möchte von den heißen Bräuten, bitte ich euch, die ihr euch selbst für heiße Bräute haltet und die ihr gerne mit mir sprechen wollt, schreibt mir und legt ein Foto dabei. Und dann rufen wir euch in der Sendung zurück und ich kann mir dann genau vorstellen, wie ihr ausseht, ob ihr wirklich eine heiße Braut seid. Und den Fernsehzuschauern kann ich das Bild dann auch mit eurem Einverständnis natürlich auch zeigen. Thema heiße Bräute nächste Woche in der Nacht vom 30.11. auf den 1. Dezember. Und unsere Adresse lautet WDR, also Westdeutscher Rundfunk, 1 Live Domian, 50 600 Köln. Nochmal WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50 600 Köln. Es geht um heiße Bräute. Ich hätte gerne Fotos von heißen Bräuten, die dann in der Sendung auch mit mir sprechen werden, wollen, möchten. So, Martin, 20 Jahre alt. Morgen. Ja, genau. Hallo Domian. Ja. Erstmal großes Lob an die Sendung. Dankeschön. Mein Thema ist Drogen. Drogen? Ja, genau. Partydrogen insbesondere. Das heißt, was für Ecstasy, Amphetamine? Genau, Ecstasy und Speed insbesondere. Mhm. Also seit 5 Monaten habe ich jetzt, sage ich mal, das Problem, dass ich das immer, wenn ich auf eine Disco gehe oder halt auf Partys feiern gehe, nehmen muss. Ansonsten kommt halt keine Stimmung bei mir hoch mehr so. Sonst gar keinen Bock auf Party. Genau. Mhm. Und das nervt nach einer Zeit, so, wenn man dann auch merkt, dass eigentlich eine Abhängigkeit da ist. Mhm. Zwar nicht von Speed so, aber von dem Ecstasy halt. Zumindest eine psychische Abhängigkeit erstmal, ne? Ja, aber physisch kommt dann mit der Zeit auch, dass der Körper sich dann schon bemerkbar macht und irgendwie nervöser wird, wenn schon nichts da ist oder so. Und schon jetzt nach 5 Monaten? Ja, also das merkt man schon. Mhm. Man merkt auch, dass man sich damit ganz schön kaputt macht, so ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ist halt unheimlich schwer loszukommen. Ich bin ja auch äußerst skeptisch, was diese ganzen Ecstasy-Geschichten angeht. Niemand weiß, was da drin ist. Niemand weiß, was in den Giftküchen in Polen, in Holland oder weiß ich wo gemixt wird und was die Leute dann konsumieren und welche Langzeitschäden das im Gehirn hat. Es gibt ja schon schlimme wissenschaftliche Signale, Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es üble Schäden gibt im Gehirn. Ja, das ist auch. Also Gehirnschäden und vor allem Nierenschäden. Das merkst du, wenn du wirklich mal ein ganzes Wochenende durchgemacht hast, dann spürst du deine Nieren und so. Siehst du das ja selbst schon sehr, sehr kritisch und sehr distanziert. Warum? Ja, klar, weil ich hätte auch gar nicht, also ich sag mal, ich ärgere mich auch selber darüber, dass ich damit angefangen habe. Wie ergab sich das überhaupt? Wie hast du damit angefangen? Warum? Ja, das war halt, ich rauche jetzt schon 5 Jahre Haschisch so und das hat mir auch eigentlich immer nie belastet. So, damit konnte ich aufhören, könnte das nächste Wochenende wieder machen und so. Also das war kein Problem. Haschisch ist ja auch nicht so das Thema. Aber irgendwie kam doch da mal, dass mein Kollege sagte, wir waren auf einem Konzert und dann sagte er, nimm mal hier. Und irgendwie war das dann so ein geiles Gefühl. Ja, und dann irgendwie in der Disco, da durfte das halt dann nicht mehr fehlen. So dieses Gefühl, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist ein Kribbeln im Bauch, das geht durch den ganzen Körper und man ist so leicht. Und eben, das ist es halt so. Und das noch in Verbindung mit dem Beat, das... Was zahlst du pro Pille? Ja, ich sag mal, im Schnitt bezahlt man in Deutschland für eine Pille, wenn man es günstig kriegt, einen 15er oder... So, und diese Pille hält dann für eine Nacht an, ne? Ja, nicht eine ganze Nacht. Du kannst natürlich Nachwirkungen hast du noch, aber das Ecstasy selber, also die Ekstase, die dauert, sag ich mal, 2, 3, 4 Stunden, wenn es hochkommt. Und wie ist das so am nächsten Tag? Hast du einen Kater? Nein, das ist das Schöne daran, finde ich. Einen Kater hat man nicht, aber man ist noch ein bisschen benommen, so als wenn man in einer Narkose war. Jetzt sagst du, konsumierst du das seit 5 Monaten. Gab es denn schon mal Versuche bei dir, mal ein Wochenende auszusetzen? Ja, ich komme auch immer wieder so außerhalb der Woche, innerhalb der Woche, wenn ich arbeiten muss, geregelt in Gang gehe, dann komme ich damit klar, so, aber am Wochenende dann, wenn man feiern geht und die Techno-Beats hört, dann... Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es nur die einzige Möglichkeit, mit Eigendisziplin dagegen zu steuern. Und ich finde, dass du nach 5 Monaten da schon erstaunliche Einsichten gewonnen hast, was manch einer nach 2 Jahren nicht hat. Ja, also nein, dass ich ein Problem damit habe, das ist eigentlich jetzt im Prinzip nebensächlich. Ich wollte halt nur davor warnen, so insbesondere. Das ist mein so Appell an die
deutsche Bevölkerung draußen. Ja, aber es wäre schön, wenn du mit gutem Beispiel vorangehen würdest und für dich halt selbst auch, jetzt reden wir beide ja miteinander, naja, klar. Dass du selbst auch auf die Bremse trittst und jedes Wochenende mehr, welches du drogenfrei verlebt hast, ist dann schon ein Gewinn, ne? Wenn du schon in so eine Abhängigkeit geraten bist jetzt. Ja, ich habe jetzt also wirklich Samstag war ich auch in der Disco und habe das erste Mal nichts genommen und es ging auch. Ja, es ist dann vielleicht am Anfang nicht so schön, aber wenn du das dritte, vierte, fünfte Mal in der Disco bist ohne Drogen, gewöhnst du dich auch wieder daran. Ja, das stimmt schon. Und man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man aus dem Kreis der Freunde rauskommt. Das ist wichtig, weil wenn man es nicht macht, dann ist es halt wirklich so, dass wenn die Leute und dann steht man daneben und die Hand greift schon wieder dahin und naja. Also, ich nehme diesen Anruf mal einfach so als Statement von dir und als Warnhinweis. Genau. Für auch die betroffenen Leute, die vielleicht so in deinem Alter sind und damit konfrontiert werden. Also wie gesagt, ich rede nochmal an alle da draußen, so Speed und Ecstasy, echt nichts für den Körper so. Und man merkt es auch, wenn man Wochenende durchgemacht hat. Echt, lass die Finger davon. Das ist halt mein Appell so. Das Schlimme ist natürlich, dass man immer solche Appelle bringen kann und sehr viele Leute, die neugierig drauf sind, natürlich abgähnen, ne? Und sagen, ja, wir wollen es nicht. Aber dennoch ist es wichtig, das zu machen. Ich sehe es auch so. Ja, aber nicht, je mehr Leute es machen so, desto mehr machen die Leute sich vielleicht Gedanken drüber. Wenn man dann irgendwann mit 30, 40 irgendwie den Gehirnschaden hat, ist es dann auch nicht mehr so spaßig. Das Gehirn ist noch nicht mal dieses Ding, wirklich die Nieren sind das Ding, weil das Ding, das Zeug geht wirklich mehr auf die Nieren, habe ich das Gefühl. So, das Gehirn, man kann danach noch arbeiten, alles, also das ist... Ich danke für deinen Anruf. Ja. Und ich hoffe, dass du immer weiter davon wegkommst. Kann man noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja. Oder? Doch, geht. Ja. Aber du musst auflegen, damit wir dich nochmal anrufen können, wegen der Adresse. Ja, danke, Domian. Tschüss. Ich sollte vielleicht demnächst mal hier unsere Autogrammadresse hinstellen, damit ich das nicht immer sagen muss. Auflegen, damit wir und so weiter. Können wir auch mal machen. Ne? Wen haben wir jetzt? Gina? Gina, was für ein schöner Name. Gina, 6. Hallo. Gina, ja. Ich grüße dich. Ja. Hallo. Hi. 36 Jahre alt. Wie viel? 36. Ja. Ja. Und wir unterhalten uns über was? Ich habe ein Problem. Ja. Ich stehe zwischen Männern. Oh, das ist aber eine super schlechte Leitung. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal neu an und versuchen dann eine schöne Leitung hinzukriegen. Ja, leg mal bitte auf. Ja, okay. Buh, eine ganz verblubberte Leitung. Andreas, 36, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen aus dem zugeschneiten Baden-Württemberg, wünsche ich dir, aus dem zugeschneiten, ich bin voller Neid. In unserem nassen Köln ist alles nur grau und schwarz und feucht. Hier schneit es ohne Ende. Ich komme gleich nach Baden-Württemberg, glaube ich. Ja, also ich bin sehr euphorisch, weil ich habe heute meinen ersten Arbeitstag hinter mir, seit 2 Jahren endlich wieder einen Job. Ach, seit 2 Jahren. 2 Jahre arbeitslos gewesen? Ja, 2 Jahre arbeitslos gewesen. Was hast du vorher gemacht? Also ich habe mal eine Maurerlehre gemacht, dann habe ich eine Kochlehre gemacht und dann musste ich ins Gefängnis. Mhm. Und dann bin ich aus dem Gefängnis gekommen und dann war nada mit Jobs. Das lag aber auch ein bisschen an mir, muss ich sagen, weil ich habe immer dazu gesagt, dass ich halt im Gefängnis war und das hat eben gerade, was den Gastronomiebereich betrifft, viele Leute abgeschreckt. Und jetzt schaffe ich seit heute wunderschönen indischen Restaurant. In einem wunderschönen indischen Restaurant? Ja. Als Kellner oder in der Küche? Als Barmann. Als Barmann? Ja. Und wie war es heute? Was hast du alles schon gemixt und serviert? Ja, also oder es angeboten? War ein bisschen stressig. Ist klar, wenn man 2 Jahre lang nichts getan hat, auf Deutsch gesagt, dann ist das schon wieder eine Umstellung. Mhm. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich bin endlich wieder froh zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das ist eine schöne kleine Geschichte. Ne, wir hören gerade hier und wir hören immer so viel von den Schicksalen arbeitsloser Leute, arbeitsloser Menschen und umso schöner ist es da mal. Auch wirklich nicht einfach Arbeit zu finden noch heutzutage. Das glaube ich schon. Also, wenn man wählerisch ist und ich muss sagen, ich bin wählerisch. Wie hast du denn dann jetzt diesen Job gekriegt? Ganz einfach, da war eine Annonce in der Zeitung, ich habe angerufen, habe mich letzte Woche vorgestellt. Mhm. Ja, hat einen guten Eindruck von mir gehabt. Mhm. Habe heute gearbeitet und heute Nacht, wo ich Feierabend hatte, das war so kurz vor Mitternacht. Mhm. Hat er mir gleich einen Arbeitsvertrag hingelegt. Na wunderbar, und du hast gedacht, jetzt muss ich den Domian anrufen und es der Nation erzählen. Na, das hat eigentlich noch einen anderen Grund. Ich wollte eigentlich am Freitag anrufen, aber da weiß ich nicht, wenn der Stefan Raab da ist, ob ich da durchkomme. Ja. Weil ich hätte gerne auch ein Autogramm vom Stefan Raab. Ja, wir notieren das. Also bei dieser Gelegenheit kann ich das auch nochmal sagen. Jetzt kommenden Freitag ist eine Stunde lang Stefan Raab hier. Das schlägt ja schon hohe Wellen. Lieber Stefan, falls du zuschauen solltest, alle Leute sind ganz gespannt auf dich. Was du hier alles erzählen wirst. Also eine Stunde wird Stefan Raab hier sitzen und ihr könnt Stefan Raab befragen, all das, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet.
Also der Stefan ist im Moment der Zweitbeste. Nach dir kommt das gleich im deutschen Fernsehen. Ja, kann man aber auch nicht vergleichen. Stefan ist ja, ist ja Entertainer, macht ja was ganz anderes. Ja, ne? Es ist halt noch schade, dass er bei den Privaten ist, dass er nicht beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist. Das traurig eigentlich ein bisschen. Ja. Weil die Werbung und so, das nervt halt immer. Ja, man muss es aufnehmen und immer vorspulen. Ja. Das ist immer der beste Trick dabei. Ja. Andreas, ich gratuliere dir zu deinem Job. Ja, danke, danke. Freue mich sehr und hoffe, dass du da lange arbeiten wirst können. Ja, das hoffe ich auch. Mhm. Und ich immer auch gut indisch wirst essen können. Ist eine leckere Küche. Also gegessen ziemlich gut. Und ich meine, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man gern scharf isst. Ja, also ich mag es sehr gerne. Es ist wirklich gut. Also ich kann das nur empfehlen. Gut, und wir notieren auch nochmal deine Adresse wegen des Telegramms von Stefan. Autogramms von. Bitte? Ihr ruft mich dann nochmal. Genau, so machen wir das. Okay, also tschüss. Viel Spaß noch bei deiner Sendung. Ja, tschüss. So, jetzt versuchen wir Gina. Hoffentlich ist es jetzt ein bisschen klarer. Nochmal, 36 Jahre alt. Ich bin noch da. Ja, du bist noch da. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, das habe ich so vage mitgekriegt, du stehst zwischen zwei Männern. Ja. Erzähl mal ein bisschen mehr. Mit dem einen bin ich verheiratet. Ja. Und der andere ist mein Schwager. Der andere ist dein Schwager? Ja, also der Bruder von meinem Mann. Mhm. Mhm. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin jetzt 5 Jahre verheiratet. Und wie lange, und läuft da etwas auch zwischen dir und deinem Schwager oder ist das nur so, denkst du dir das nur? Nee, es läuft da wirklich was. Und seit sexuell auch schon. Sexuell? Schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren schon. Und dein armer Mann weiß davon nichts? Nee. Und der Schwager, ist der in einer festen Beziehung? Nee, mein Schwager ist bisexuell. Das heißt ja noch nicht, dass er nicht in einer festen Beziehung ist. Also er ist Single. Mein Schwager ist bisexuell, also er pendelt hin und her. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber meine Frage war, ob er in einer Beziehung ist. Nein, er ist in keiner Beziehung. Nein. Alle Bisexuellen müssen ja nicht hin und her pendeln. Ne? Die können ja auch feste Beziehungen haben. Nein, aber nein, er hat so keine feste Beziehung. Gut, dann haben wir das auch geklärt jetzt. Ja. Gina, warum denn zwischen den beiden Männern? Du bist doch verheiratet. Nee, ich weiß nicht, irgendwie gleichen die beiden sich so. Ja, aber umso unsinniger, dann müsste dir doch einer reichen, wenn die sich so sehr gleichen. Nee, weil der eine kann mir nicht das geben, was mir der andere gibt. Was gibt dir denn dein Schwager, was dir dein Ehemann nicht geben kann? Mein Ehemann ist zum Beispiel ein bisschen verklemmter aufgezogen worden. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich obwohl die aus dem gleichen Stall kommen, ne? Obwohl die aus dem gleichen Stall kommen, ganz genau. Also der Schwager ist im Bett für dich freizügiger und interessanter. Freizügiger, ja, ganz genau. Dir macht der Sex mit dem Schwager mehr Spaß als mit dem Mann? Nee, das kann ich nicht so sagen. Kann man auch nicht so sagen. Also ich möchte einfach sagen, wenn ich beide zusammenknallen könnte. Na gut, das kannst du ja nicht. Sag es mir doch mal konkreter, was der Schwager besser kann oder macht als dein Mann. Also ich möchte irgendwie meine Sexualität auch ein bisschen ausleben. Mhm. Und das spricht dann auch dafür, dass ich auch irgendwie mit Anal und was ich machen möchte. Und das macht dein Mann nicht? Das möchte er nicht, weil er mag das nicht. Mhm. Gut, also jetzt haben wir schon mal gelernt, dass du mit deinem Schwager Analverkehr ausübst, praktizierst. Ja. Mhm. Was hat er denn sonst noch an Charaktereigenschaften, die dir besser gefallen als die von deinem Mann? Also Charaktereigenschaften eigentlich irgendwie überhaupt nicht. Also vom Charakter her gefällt mir eigentlich mein Mann ein bisschen besser. Mhm. Also geht es dann doch da hauptsächlich um Sexuelle? Nur um das Sexuelle, ja. Weil ich kann bei meinem Schwager dieses Sexuelle einfach besser ausleben. Mhm. Aber du hast auch Sex mit deinem Mann? Natürlich. Natürlich. Mhm. Liebst du deinen Mann? Aber wie? Ja, ich liebe ihn. Nur das, was ich dann halt nicht bei meinem Ehemann bekomme, Sag mal, Gina, hast du denn gar kein schlechtes Gewissen? Doch. Ja, das will ich aber jetzt auch mal meinen. Du sagst mir großartig, ja, mein Mann, den liebe ich. Und du treibst es seit 3 Jahren mit deinem Schwager auch. Was ist denn das für ein Zustand? Ja, ich habe einen
schlechtes Gewissen, aber was soll ich denn machen? Na, du sollst das sein lassen. Ich kann doch nicht meine Bedürfnisse irgendwie in den Keller graben, oder? Aber du sollst mit offenen Karten spielen. Du bist ja eine ganz feige Person. Nee, bin ich nicht. Doch, wenn ich meinem Mann sage, ich möchte gerne dies und jenes und er möchte das nicht. Nee, Gina, weißt du, was mutig wäre? Wenn du sagst, pass mal auf, ich habe diese Bedürfnisse, du möchtest das nicht, dann gehe ich ins Bett mit deinem Bruder. Das wäre mutig, aber das tust du nicht. Und du meinst, was soll ich sagen? Das wäre zumindest fair deinem Mann gegenüber. Wahrscheinlich fällt dir das an Wolken, wenn der das irgendwann mal erfährt, was du da treibst. Er ist ja doppelt betrogen. Betrogen, weil sein Bruder ihn hintergeht und betrogen, weil seine Ehefrau ihn hintergeht. Was sagt denn überhaupt dein Schwager dazu? Hat der nicht ein irres schlechtes Gewissen seinem Bruder gegenüber? Natürlich, genauso wie ich auch. Deswegen rufe ich ja an, weil ich weiß doch nicht, mit wem ich darüber reden soll. Weiß das sonst irgendjemand sonst noch? Nein. Niemand. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wo trefft ihr euch denn dann immer, du und dein Schwager? Bei meinem Schwager in der Wohnung. Der hat so ein einsames Häuschen, irgendwie so eine einsame Hütte. Mhm. Da können wir uns da treffen. Und was sagst du deinem Mann dann, wo du hinfährst? Was ich meinem Mann dazu sage? Mhm. Wieso? Ich bin doch eine freie Frau. Ich kann doch in eine Diskotheken gehen oder so. Ja, du sagst es immer mit so einer Empörung. Ich bin eine freie Frau, ich kann doch machen, was ich will. Aber du bist eine Betrügerin. Sage ich dir ganz offen. Ja. Ich habe volles Verständnis für dich, wenn du sagst, ich habe sexuelle Bedürfnisse, ich möchte das und das und das leben. Aber man muss ja auch Prioritäten setzen, wenn man einen Menschen sehr liebt und man vielleicht nicht alles von dem bekommt. Ja. Die Liebe aber überwiegt, dann muss man halt ein bisschen zurückstecken und sagen, ich kann nicht alles kann ich nun vielleicht nicht haben. Ja. Und wenn du sexuell freizügig leben willst, dann trenne dich verdammt nochmal von deinem Mann und lebe dein freies Sexleben, wenn dir das wichtig ist. Nein, das ist mir nicht wichtig, um Gottes Willen. Also mein Mann ist mir wirklich hoch und heilig. Nur er kann mir das nicht alles geben, was ich möchte. Aber Gina, dein Mann ist dir hoch und heilig, sagst du. Hoch und heilig. Ja. Und du kommst mir an und erzählst mir was, weil du scharf bist auf Analverkehr. Ja. Gehst du fremd mit einem anderen Mann? Spricht man denn dann davon, dass der Ehemann einem hoch und heilig ist? Also wegen Analverkehr, ich muss das so platt jetzt mal sagen, wegen Analverkehr beschmutzt du die Heiligkeit deiner Ehe? Ich glaube, jetzt fischst du mir ordentlich den Kopf. Ja. Also ich sage das nochmal, nichts gegen deine sexuellen Gefühle. Wenn du die hast, ist das in Ordnung. Aber es geht alles irgendwie. Ja, aber wie kann ich diesen ausleben, wenn mein Mann das nicht möchte? Wir drehen uns im Kreis. Ich habe gerade gesagt, da musst du Prioritäten setzen. Entweder ist die Liebe dir wichtiger oder deine ganzen Sex-Sachen im Kopf. Nein, eigentlich ist mir die Liebe wichtiger. Das ist doch ein Wort. Na? Jetzt hast du schon so viel Unheil angerichtet. Ich würde das jetzt auch gar nicht mehr deinem Mann sagen, weil du eine solche ungeheure Verletzung auslöst bei ihm. Schön wäre es, wenn du jetzt die Notbremse ziehen könntest und für dich sagst und das mit deinem Schwager abklärst, wir lassen es sein. Mhm. Wie oft trefft ihr euch denn überhaupt in der Woche oder im Monat? Also im Monat höchstens ein, zweimal höchstens. Mhm. Ich hatte ja schon die Sorge, dass du sagst, jeden zweiten Tag. Bitte? Ich hatte schon die Sorge, du würdest jetzt sagen, wir treffen uns jeden zweiten Tag. Nein, um Gottes Willen. Also so wild bin ich nur auch wieder. Na, wer weiß. Ne? Nein. Also, mich würde beeindrucken, wenn du sagst, ich ziehe für mich die Notbremse, ich lasse das ab sofort sein und versuche das in die Vergangenheit, ins Verschweigen versickern zu lassen. Mhm. Wenn du das aushältst. Ich hoffe das. Okay, ich wünsche dir das. Mir also unheimlich geholfen. Ja, das hoffe ich. Wenn ich das in den paar Minuten jetzt gemacht habe, wäre das sehr schön, wenn das die Wirkung hat. Es tut mir leid. Ich habe mit niemandem darüber reden können. Mhm. Und es hat mir gut getan, dass ich jetzt darüber reden konnte. Mhm. Also ich werde mit meinem Schwager darüber reden. Ja. Werde diese Sache abbrechen, weil mir mein Mann wirklich mehr bedeutet als... Dürfen wir ein Abkommen schließen? Ja. Wir haben jetzt bald Dezember. Ja. Versuch mich doch nochmal so im Februar anzurufen. Ich verspreche dir, ich weiß Bescheid, Gina, die mit ihrem Schwager Sex hatte. Und dann wirst du mir erzählen, wie du diese paar Monate von Ende November bis Februar
gelebt und verlebt hast. Ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast. Rufe mich auf jeden Fall nochmal an. Also ich werde es mit Sicherheit schaffen, weil mir mein Mann in dem Moment lieber ist. Mhm. Das wäre sehr schön, das dann auch zu hören. Aber du versprichst mir, dass du mich nochmal versuchst anzurufen. Ich rufe dich auf jeden Fall nochmal an, ja? Alles Gute. Okay, dir auch. Gina, tschüss. Mach gut. Tschüss. Tschüss. Björns, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Björn, was ist dein Thema? Ja, also ich habe auch ein vielleicht skurriles Verhältnis. Mhm. Und zwar habe ich auch eine Beziehung zu einer Dame auf meinem Arbeitsplatz. Mhm. Das klingt zwar vielleicht noch gar nicht so ganz ungewöhnlich. Bloß ist es ein ungewöhnlicher? Ich arbeite in einem, in einem Altersheim. Ja. Und ja. Die Dame ist 83. Nee, nicht ganz, 72. Ehrlich? Ja. Wie abgefahren. Ja, also die Initiative kommt auch gar nicht von meiner Seite, sondern von dieser älteren Dame. Das kann ich mir denken, wenn da so ein knackiger Bursche vor ihr steht. Ja, ich mach noch nicht mal Altenpfleger, ich bin nur der arme Zivi. Der Zivi. Was heißt denn Verhältnis? Ja, also habt ihr Sex miteinander? Nee, soweit ist es noch nicht gekommen. Habt ihr geknutscht also, schon? Ja, das schon. Ehrlich? Geknutscht, gekuschelt, wir lagen in den Armen. Ja, und... Was ist das für ein Gefühl? Das ist ja nun 50 Jahre Unterschied. 50 Jahre Unterschied? Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich? Das könnte deine Oma sein. Ja, ja, so ungefähr. Meine Oma ist 74. Siehst du, ja. Empfindest du denn auch was Erotisches dabei? Nee, erotisch nicht. Also, als Liebe kann man das vielleicht schon bezeichnen, aber ich möchte von meiner Seite aus eigentlich gar keinen Sex mit dieser Frau haben. Möchte sie denn Sex mit dir haben? Also, ich merke das. Also, ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich dort mache. Mhm. Also ich bin einerseits in der Küche tätig, verteile dort dann so das Essen, komme so unter die Leute und andererseits also bin ich dann auch mal so in den Grundfliegen mit drin. Das heißt, dass man den Leuten Hilfestellung beim Waschen gibt. Mhm. Und ich sag mal, wenn geduscht wird, dann sitzen die Leute auf so einem Duschstuhl. Mhm. Ja, und wenn sie dann halt so drauf sitzt, wenn ich sie mal habe in meiner Gruppe, dann macht sie halt schon die Andeutung und sitzt dann halt schon so leicht gespreizt dort und lächelt einen an und zwinkert einen zu. Und ist sie denn geistig noch ganz fit? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, gut, körperlich sie verwechselt vielleicht mal die Tageszeiten morgens und abends, aber ansonsten ist sie fit. Und ist sie körperlich auch fit noch? Körperlich ist sie eigentlich sehr fit. Also sie hat früher mal getanzt und also... Ich meine, jetzt hast du dich ja schon auf eine gewisse Intimität eingelassen, wenn ihr da schon gekuschelt habt, ne? Gekuschelt heißt, dass ihr zusammen in einem Bett gelegen habt? Ich meine, recht hast du schon. Nee, im Bett gelegen haben wir nicht. Also wenn dann so auf dem Sofa gesessen, wenn dann halt Kaffeezeit war oder... Also es ging auch schon mal während der Arbeitszeit. Machst du das so aus, ich sag's mal ganz im weitesten Sinne, aus Nächstenliebe, dass du das einfach auch schön also, findest? Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, also der eigentlich mit anderen Menschen sehr gut umgehen kann und der auch auf Menschen zugeht und der eigentlich auch immer versucht, so Menschen zu helfen, die so ein bisschen im Abseits stehen. Also das heißt, dass das von deiner Seite aus überhaupt nicht in die Richtung sich entwickeln soll, wirklich Beziehung oder Verhältnis? Ja, das ist ja auch das, was ich am Anfang sagte. Also ich möchte von mir aus also auf keinen Fall eine sexuelle Beziehung führen. Hast du ihr das mal klar gesagt auch? Noch nicht. Vielleicht, weil sie dann doch zu enttäuscht wäre, aber ich muss es ihr einfach sagen. Du musst es ihr sagen, weil du ihr, weißt du, das Problem, glaube ich, ist dabei, du darfst ihr natürlich... Meine Arbeit und die will ich mir nicht versauen. Ja, das sowieso. Und du darfst ja vorher natürlich auch nicht zu viele Hoffnungen machen, ne? Dass sie hinterher enttäuscht ist. Ja. Schade, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen reden. Jetzt ist die Zeit vorbei. Du kannst mich auch nochmal anrufen, wenn... Können wir vielleicht nochmal machen. Vielleicht in ein paar Tagen nochmal. Gut. Oder nächste Woche oder so. Okay. Gut, Björn, tschüss. Krieg ich noch ein Autogramm? Ja, wir rufen gleich nochmal an. Okay, tschüss. Danke. Das ist ja Running Gag jetzt. Ich stelle bald hier ein Kärtchen auf. Leo Scholten war in der Technik. Morgen heißt unser Thema Ich hasse meine Mutter. Ich hasse meine Mutter. Freitag ist, jetzt hätte ich beinahe gesagt Karl Dahl hier, nein, Stefan Raab hier. Und noch als Hinweis für euch, die Fernsehzuschauer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag findet diese Sendung hier nicht im Fernsehen statt, sondern nur im Radio. Ich wünsche eine schöne gute Nacht und freue mich auf morgen.